Herzlich willkommen bei Daily Drive am Rosenmontag. Ich bin nicht allein dabei, der Carlos ist nicht dabei, der hat Urlaub. Aber dafür habe ich einen Gastmoderator, der heute die ganze Zeit dabei ist. Und das ist der Felix Justus. Guten Tag. Guten Tag alle zusammen. Ich freue mich auch hier zu sein zu dürfen. Und es ist mir eine Ehre, hier bei Daily Drive sein zu können. Es ist auch mein allererstes Mal. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie hin. Ja, genau. Und Hals und Beinbruch. Ja, genau. Hals und Beinbruch. Genau, das ist richtig gesagt. Denn heute ist was Besonderes. Denn wir haben uns vorgenommen, dass wir die Daily-Durchsendung heute auf Couch machen. Das heißt, nach dem Intro sprechen wir, versuchen wir so gut wie geht, Couch zu sprechen, ein bisschen die Kölner zu ehren. Und die hat leider kein Karneval feiern können. Und deswegen versuchen wir Köln zu sprechen, wenn wir es nicht schaffen oder falsch zu sprechen. Seid uns bitte nicht böse. Wir kommen nicht aus Köln, wir haben auch noch nie Kölsch gelernt, wir hatten noch keinen Sprachkurs. Obwohl es ja eine sehr schwere Sprache ist. Weil wir kommen aus dem Münsterlande und wir haben so ein Münsterländisches Slang, wir haben noch nicht mehr niederrheinischen Slang oder sowas. Deswegen seid uns nicht böse, wenn wir kein Kölsch sprechen. Aber ich glaube, mehr weiter hört ihr nach dem Intro. Und dann nach dem Intro heißt es wirklich noch Kölsch zu sprechen. Das ist die Vorwarnung und dann würde ich sagen, jetzt geht's mit der Sendung los. Wie gesagt, Hals und Beinbruch. Et Hetz, Schlägt im Fädel. Ein Motto, eine Stadt, ein Gefühl. Karneval in Köln. 86 Fädel im Ausnahmezustand. Tanzen, feiern, singen, bützen. Der Straßenkarneval. Et Hetz schlägt vor Freude. Kribbeln im Bauch, Glücksgefühle. Et Hetz schlägt schneller. Der Höhepunkt des Straßenkarnevals. Hier ist der Kölner Rosenmontagszug 2020. Mit dem Motto: Et Hetz schlägt im Fädel. 20 ist eröffnet! Da ist es, da ist das große Schild Dorf Hochkütt. Das Motto der Session 2021 lautet: Nur zusammen sind wir fast verloren! So wie es in Köln letztes Jahr. Aber Rückkehr ist alles anders. Hier ist Daily Drive Live am Rosenmontag. Computer, check. Mikrofon, check. Musik, check. Sendung, on air. Dann kann es ja losgehen. Und damit herzlich willkommen bei Daily Drive Live, eurem Lieblings-Internet-Radiosender mit News und Musik. Besucht unsere Website auf daily-drive.de. Und nun viel Spaß bei der Sendung. Jetzt geht's los! Was denn aber alle zusammen? So. Herzlich willkommen bei Daily Dive. Hück dreht sich alles um. Fast in Love, der Herz schlägt im Fädel. So. Versuchen wir heute Coach zu sprechen. Zu küren. Ne? Ja. Und
eine kleine Besonderheit. Ihr könnt euch in der Wusch und Gutsburg bei uns schreiben. Und da nur. Ja, nur. Deutsche Gartenwart, Klüngel, Musik oder Grüße. So. Ich will schon mal im Dreien. Da haben sich der Micha und der Moritz haben sich gemeldet. Der Micha schreibt, dass er sich die Krankenschwester von Micky Krause wünscht. Das können wir eventuell nachher erfüllen. Das ist aber ja eine Karnevalsmusik, wir wollen ein bisschen die alte deutsche Klünge. Also nicht ein Dom, aber die alten kirchlichen Stücke. Wollen wir alle machen. Und nicht hier richtig viel Party machen, ist ja Corona und so. So, und der Moritz wünscht sich von Katy Perry Firework. Nimmt sich böse, die Wünsche behalten wir und die werden dann gespielt in Daily Drive im Februar. Das heißt am 28. Dann noch eine andere Sache. Wenn wir in der Wunschbox oder auf Discord, ist ja egal. Auf jeden Fall, wenn ihr uns schreibt und wir schaffen 50 Euro am Rosenmontag, dann singe ich von den Höhner Viva Colonia. Und wenn wir 75 Euro schaffen, dann werde ich live auf Twitch mit einem Prinzenkostüm Viva Colonia auch singen. Das heißt 75 Euro live auf Twitch und bei 50 Euro wird werde ich das live im Livestream auf YouTube auf Rosenmontag singen. Das heißt, wir machen auch momentan einen Livestream und Livestream auf YouTube auf Complex LP, da ist ein Livestream am Montag, da bin ich auch da, deswegen ist sie ein bisschen aufgenommen. Aber wie gesagt, die Wünsche, die ihr alle hinschreibt, ist auch neue Wünsche zu reinkommen. Nämlich der Pferd wünscht sich Ocean Drive Lighthouse Family. Diesen Wunsch können wir auch leider am 28. nur erfüllen. Aber bevor es jetzt wieder richtig losgeht und wir zu viel quatschen, gibt es jetzt einmal von die Götz-Lektion von Vicky Jungenblut und dann geht's richtig los mit den alten kölschen Klassiker. Viel Spaß! Ja, die Kölsch-Lektion von Vicky Jungenblut. Also, wir müssen jetzt wissen, wie man den Kölsch spricht. Der Vicky Jungenblut hat viel Lieder gemacht. Er war ja selbst König und er wäre jetzt mit Guido Kanz hätte einen großen Montagszug in der Köln auf WDR moderiert. Los, während Corona geht das alles nicht. Wir wollen uns heute ein bisschen feiern, schunkeln und so weiter. Und der Felix Justus, der hat für uns ein Karnevalswitz vorbereitet. Und dann hören wir jetzt mal eben rein, was er denn zu sagen hat. Also, ein Karnevalist fragt seinen Freund: Warum gehst du nicht nach Hause? Du pennst doch gleich ein. Der lallt, weil meine Frau böse auf mich ist. Karnevalist, wieso das denn? Der Freund genervt, weil ich nicht nach Hause komme. Ja, ich habe eigentlich was vorbereitet, aber momentan irgendwie streikt da meine Jingle-Palette. Ich meine, wir sind nicht der beste Sender. Wir können es auch versuchen, ob es geht. Aber nein, geht auch nicht. Okay, müssen wir halt akzeptieren. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Tut uns leid, wir werden aber besser. Das versprechen wir euch. So. Weiter geht im Text. Es gibt eine Band, die hatte jetzt in der letzten Session, 1920 hatten die ein, oder 2020 hatten die ein 50-jähriges Jubiläum. 50 ja. Jahre auf der Bühne. Also, verdammt lange Zeit, so alt sind wir noch nicht mal zusammen gerechnet. Eben. So, und die machen da 50 Jahre Musik und für ältere Zuschauer, die uns eventuell sehen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wir haben hier ein paar Karnevalszuschauer ja, aus Herne oder Dortmund. Wenn ihr noch den ersten Auftritt kennt, ich sage gleich die Band, ich beschreibe es immer. Die hatten einen Auftritt im Gürzen. Das ist ja der größte, das ist ja der wichtigste Saal in Köln, den es überhaupt gibt.
Und dann sind sie aufgetreten mit langer Haar und schwarzen Füßen. Und das war so eine Sache, das hätte sich niemand gewagt. Aber sie gingen auf die Bühne und haben auch das durchgezogen. Und da kann ich nur sagen, Respekt, hätte ich mich nicht getraut. Aber sie machen das. Und die haben jetzt dieses Jahr ein neues Lied gemacht. Und das neue Lied, das haben sie auch, das haben sie auch natürlich auch benannt, wie ihr Jubiläum. Und das sind natürlich die Black Hills mit 50 Jahren. Und danach kommt einer Top 100 Karnevalslieder, nämlich dann gibt es, ja, muss nachschauen, was ich habe. Danach gibt es, ich habe hier ganz viele Lieder, also wie gesagt, danach gibt es ein Lied, was alle kennen, vor zwei Jahren, glaube ich, war es richtig groß, nämlich die Nummer, habe ich nämlich hier, 66, nämlich Nummer 66 der 100 besten Karnevalslieder ist 66. Ein Moment. Ja, also kennen alle, vor zwei Jahren oder drei Jahren war es richtig groß, muss ich sagen. Kölsche Jung von Brings. Genau. Und erstmal kommt Black First, danach Kölsche Jung von Brings und dann hören wir uns wieder. Ich wünsche euch viel, viel. Kölsche Mädchen können Bütze von Ostermann. Bedankt euch gerne an Felix Justus. Und wir haben uns die Kölsche, die 11 Artikel des Kölsche Grundgesetzes. Und den wichtigsten Artikel fangen wir direkt an. Das ist nämlich Artikel Nummer 1. Der lautet: Et es wie et es. Das heißt, auch für Leute, die uns Nick auf Kölsch wissen, da heißt auf Hochdeutsch: Sieh den Tatsachen ins Auge. Und auf Plattdeutsch: Seh den Tatsachen ins Auge. So, dann haben wir Platz 1 der Grundgesetze, haben wir natürlich dann schon. Haben wir Artikel 2, können wir das auch nochmal hinterher schieben? Et küt wie et küt. Das weiß wahrscheinlich, das ist eigentlich schon selbst erklärt, da müssen wir glaube ich nicht die Hochdeutsch übersetzen und sagen, es küt wie et küt und es ist noch immer Jodzigang. Wie gesagt, und ich sage so, wenn der Kölsche Karneval schon die Nazi-Zeit überlebt hat, dann wird der Kölsche Karneval sicherlich auch die Corona-Zeit überleben. Genau. So. Dann haben wir das auch schon mal hinter. Das hat mal geklappt. Endlich. So, ich kriege hier momentan Live-Feedback. Wir können von Brings. Wir singen alle. Dies Jahr ein bisschen leiser. Machen wir aber nicht. Okay, ich habe jetzt gerade gesungen, also. deswegen. Ich könnte so eigentlich so mitsingen. Naja, lass uns aber auf eine andere Band stößen, nämlich die. Naja, nehmt. Ich habe nämlich die letzten zwei Sessions habe ich noch da. Und dann machen wir mal was für die Kölsche Leute. Wir haben auch noch eine ältere Kölsche Band, die auch schon sehr lange auf dem Bühnen stehen. Über 30 Jahre auch nochmal. Ich glaube, die haben fast die 40 voll sogar. Und eventuell wisst ihr schon, wie ich sage, das sind die Höhner. Und die Höhner haben ein Lied. Und das heißt The Kölsche Hetz. Und nach The Kölsche Hetz kommt dann von Brings wirklich, wir singen Alarv, diesmal ein klein bisschen leiser und zum um den Rahmen dann abzurunden, gehen wir auf hast du eine Idee, was wir machen können? Welches Lied? Ja. Komm los, mehr Danze von Höhner. Haben wir schon in dieser Runde, das war mir blöd. Schau mal. Ach, dann kommen wir hier, dann nehmen wir ein Lied von Querbeat. Querbeat ist momentan, kommt aus Bonn, die Kapelle kommt aus Bonn und ist momentan eines der größten Karnevalsbands, die wir momentan haben. Das heißt, jetzt kommt Höhner, der Kölsche, danach wir singen Alarv von The Brings und dann ein Lied von Querbeat. Lasst euch überraschen, was von Querbeat kommt. Wir wünschen viel Spaß und wir hören uns dann
nach den drei Liedern wieder zum nächsten Artikel und zum nächsten Witz. Viel, viel Spaß. Ja, da haben wir gerade ein bisschen Stille gesehen. Nein, es ging so schnell weg und ich war gerade hier abend nachzusuchen. Ich bin momentan so. Und es gibt so viele Lieder alleine von den Höhnern. Da gibt es ja ganz viele Lieder. Und natürlich, es gibt Lasse, du Dom und Gölle. Komm, lass mal Friere, gibt es auch. Ist richtig geil. Dann die Hymne des ersten FC Köln. Also so viele Lieder über die Höhner. Und ich kann mich eigentlich gar nicht so richtig entscheiden. Ich sag mal so, ich hatte. Ja, ich suche jetzt nochmal ein Lied. Aber bevor ich das Lied suche, ich kann es auch da rausholen. Gibt es jetzt einmal neuen Kölschwitz? Wie nennt man eine Blondine, die in die Steckdose greift? Funkenmariechen. Es geht doch, so, Funkenmariechen. Wusstest du eigentlich, Fun Fact, kein Fun Fact, aber wusstest du eigentlich, dass die Funkenmariechen früher männlich waren? Krass, hätte ich nicht gedacht. Ja, das war wirklich so. Früher waren das Mädchen. Bloß dann haben die Nazis gesagt, weil die ja nicht so freundlich waren. Haben gesagt, das darf nicht mehr. Und somit wurden dann halt die Funkemariche Mädchen. Was mir gerade auffällt. Wir sprechen jetzt eigentlich gar nicht so richtig auf Kölsch. Na gut. Wir können auch das mit Kölsch lassen sein. Ist mir jetzt eigentlich auch ein bisschen egal. Dann kennst du bestimmte Kölner Dreigestirn. Oh ja. Ja. Da, wo auch schon mal, da war einer zum Krieg, gab es auch schon da ein, ja, ich sag mal, das war es gibt ja den Bur, den Prinz und den König? Jungfrau. Oh. Und Jungfrau wird ja verkörpert immer vom Mann. Du musst in der Zeit war auch schon mal eine Dame da. Ja, und was ich sehr beeindruckend fand von den Kölnern, als der Krieg vorbei war und der nächste Rosenmontag war, ne, standen die auf den Trümmern der Stadt und haben wieder Rosenmontag gefeiert. Sie haben sich vom Vieren nicht ablassen kommen. Sie haben gesagt, okay, wir vieren immer weiter und so fort. Und dann müssen wir mal sagen, okay, die Höhner haben ein wunderschönes Lied dazu gemacht. Stimmt doch, ne? Ist jetzt scheiße, wenn ich das nicht finde. Ja, wie gesagt, genau. Ja, die haben ein Lied davon gemacht. Und dann müssen wir halt mal sagen, ich wollte eigentlich Viva Colonia spielen, müssen wir leider entfernen, aber wenn ihr auch andere Lieder haben wollt, dann schreibt uns doch mal über Livestream, da könnt ihr natürlich auch Lieder wünschen, versuchen sie zu spielen, oder hört einfach noch Radio. Ich meine, wir haben 24 Stunden am großen Montag, haben wir da Lied und erstmal kommt ganz kurz jetzt eben, kommen das mal vier von Höhner und danach hören wir uns wieder. Ganz kurze Unterbrechung. Bis gleich. Ja, Live-Version Kolossus mit Viere von der Höhner. Und wie gesagt, Viere soll man natürlich auch, man soll sich nicht untergehen lassen mit Viere, aber dieses Jahr ein bisschen leiser wegen dieses kleine Scheiß-Virus. Ja, das ist natürlich eine große Scheiße mit Corona. Alle Hoffnung liegt im Moment natürlich bei den Impfstoffen. Wobei man da natürlich bei manchen nicht weiß, wirken die dann auch bei den Mutationen. Also bei BioNTech, Pfizer wurde das nachgewiesen. Es hat nicht eine ganz so hohe Wirksamkeit, also auch nicht ganz 95%, wie es normalerweise wäre, aber immer noch sehr hoch. Bei Moderna und AstraZeneca ist man sich nicht so sicher.
Ja, und jetzt ist halt auch wieder spannend so mit den anderen Impfstoffen, die es so in nicht-westlichen Ländern gibt, wie Sputnik 5 aus Russland oder Sinovac aus China, der ja jetzt auch in der Türkei verimpft wird, wie die denn so wirken oder ob die jemals bei uns zugelassen werden. Ich denke, der Russische hat eine gute Chance, da bei dem Russischen der Phase 3-Studie über 90% Wirksamkeit nachgewiesen wurde und es zusätzlich auch kein mRNA-Impfstoff ist, was ja viele kritisieren, weil die Leute meinten irgendwie, es könnte die DNA verändern oder so, aber lasst euch davon wirklich nicht verwirren. mRNA macht nichts mit dem Gehirn oder irgendwelchen DNA-Strähnen von euch. Das sind Fake News, die stimmen nicht. Ja, wie gesagt, es ist halt alles schlimm. Was ich momentan mache, wenn ihr halt auch nicht so still bin, ich habe jetzt, ich gehe hier gerade meine Musikbibliothek durch und ich muss jetzt momentan das in den Kopf halten. Okay, was haben wir noch nicht gespielt, was müssen wir noch spielen? Und momentan, ich höre ganz viele, es gibt so viele Lieder noch, ne? Davon. Und ich schaue momentan, okay, was ist neu und so weiter und schaue so gerade, was haben wir noch nicht, was können wir noch spielen und so weiter und schaue so gerade, okay, was gibt's noch und wenn ihr nicht wusst, ja, okay, wenn ihr, ich meine, wenn ihr die neuen Lieder hören wollt und noch ein paar fast neue Lieder. Am 11.11. letztes Jahr haben der Gamebase und der Carlos und ich, das haben wir schon Gamebase, haben wir aufgenommen, ne? Ja. Und haben da haben da eine Sendung gemacht, eine kleine Sendung, die wird nochmal laufen heute Nacht um 0 Uhr. Da wird nochmal unsere Sendung zum Abschluss des Tos und Montag wird da nochmal laufen. Das heißt, da könnt ihr gerne euch nochmal anhören, ob ihr da eventuell dann noch neue Lieder hört. Wir haben natürlich auch bis für alte Lieder, weil die alten Lieder, finde ich, würdig von Karneval, sind sogar noch besser als die neuen Lieder. So, wollen wir auf den Grundartikel schauen, der Kölsche Grundartikel. So, der Kölsche Grundartikel Nummer 4. Nee, 3 hatten wir schon, ne? Ne, wir sind jetzt bei 3. Es hat noch immer Jodian? Nummer 3 hatten wir noch nicht. Ganz sicher. Ich dachte, wir hatten schon immer noch Jodian, also lernen aus der Vergangenheit. Na gut, dann ist Artikel 4. Was fort ist es fort? Versteht man eigentlich, ne? Ich hab's nicht so wirklich verstanden. Was fort ist es fort? Was fort ist es, ja, man den Ding nicht nach. Das heißt, wenn du was verliert hast oder was Schlimmes passiert ist, dann sollst du nicht immer nachtrauern. Würde jetzt sogar auch ein bisschen zu der Situation passen, die wir jetzt haben momentan. Fällt mir gerade ein bisschen auf. Naja, wollen wir nachschauen. Ich suche jetzt noch mal mit euch den nächsten live raus. Ja, gut. Ich hatte für 2 Minuten nicht keine Zeit, was rauszusuchen. Ich meine, wenn ihr gerade so haben wollt, dann nehmt den unser Daily Drive. Naja, dann wir machen mal ein bisschen was mit Bernd Stater, mit Mahatma. Danach kommt Kasala mit Pirate und HLW mit Cap. Oder wir machen was ganz. Wir machen jetzt heute mal was ganz Verrücktes. Wir machen ein Automix, machen wir jetzt einfach. Das heißt, ich weiß nicht, was kommt. Wir haben jetzt einfach mal ein Automix. Ich weiß nicht, was kommt. Das heißt, wir machen jetzt erstmal. Jetzt kommt erstmal gleich Werbung. Wir haben was ganz Neues. Wir haben was ganz Neues. Wir machen jetzt eine Werbung. Erstmal. Und danach machen wir Automix. Und dann hört uns erstmal eine lange Zeit nicht mehr. Und dann. Kurz bevor wir dann zum Ende gehen, melden wir uns nochmal. Das heißt, ihr kriegt jetzt gleich erstmal eine Gewaltepackung mit vielen Interpreten, Karnevalsmusik und dann lassen wir euch dann in Ruhe. Dann sagen wir eben noch ein bisschen was, machen noch ein paar Grundartikel
Nummer 5 kannst du ihm sagen. Nummer 5 und 6, dann haben wir die Hälfte durch. Es blieb nix wie et wo. Ja. Heißt so viel wie sei offen für Neuerung. Das war Artikel 5. Jetzt zu Artikel 6. Kenne mehr nicht, buche mehr nicht. Fort damit. Heißt auf Hochdeutsch, wie wir es kennen, sei kritisch, wenn Neuerungen überhand nehmen. Das stimmt sogar noch. Ja, schon ein krasser Dialekt, ey. Ich bin beeindruckt. Ja, gut. Dann, lass uns, sei uns nicht traurig. Jetzt geht's erstmal. Werbung und dann gibt's erstmal eine gewaltige Packung. Und dann sind wir zu den letzten zwei Liedern. Also Platz 1 ein bisschen Kameratitz. Und unser Abschlusslied sind wir dann wieder da. Und dann machen wir den letzten Kunstartikel. Bringen noch einen Witz und danach entlassen wir euch in den großen Montag. Dann könnt ihr auch wieder vor eurem Fernseher sitzen und da Blödsinn schauen oder ihr geht auf YouTube und geht auf Konflikt.p, Livestream großen Montag. Da ist auch der Carlos dabei und eventuell haben wir auch noch Überraschungsgäste. Die werdet ihr aber sehen. Wir wissen, seht ihr nicht, was wir alles ganz neu spielen. Ich habe da zu Carlos zu Game Base gesagt. Du, mach was du willst, ist egal, was für Spiel, mach den Plan, mach den Spiel und wir schauen noch am Ende, schauen wir noch kurz in die Wünsche und Grußbox, ob sich da was getan hat und deswegen, ich rede schon wieder zu lange, aber du sagst ja auch nie was, aber so, ey, du redest schon wieder zu lange, mach mal, jetzt komm mal hin und mach mal Musik. Ja, ich will halt nicht störend wirken. Ich will dir den Moment nicht verderben. Ja, komm, Werbung und dann viel Spaß. Was ist das? Die Frau zu ihrem Mann. Schlimm, du bist an Karneval nur noch betrunken. Und der Mann sagt, sei still, es ist straff genug, dass ich dich doppelt sehen muss. So, wir sind wieder da. Ja, Folgendes, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, aber wir wollen euch jetzt nicht so entgehen lassen. Jetzt, wir wollten noch mit dir sprechen, mit dem Grundgesetz Nummer 7, ne? Was willst du machen? Der deutsche Schicksal. Frage ist, früher Karneval, ne? Als kleine Pens. Ja. Also was hast du dich verkleidet und wie hast du Karneval damals erfunden? Gefühlt. Zuerst einmal zu den Verkleidungen. Ich hatte früher ein Indianerkostüm gehabt und ein Cowboy-Kostüm, für die ich beide mittlerweile viel zu groß bin. Die passen mir überhaupt nicht mehr. Komisch. Und ich habe Karneval eigentlich nur mit Süßigkeiten verbunden. Mehr war das eigentlich nicht so wirklich. Was halt so runtergeworfen wurde, sag ich mal. Das war die ein oder andere kleine Chips-Tüte oder Popcorn-Tüten, Bonbons, da fiel ja alles runter. Haribo-Tüten und. Das war schon immer ein Vergnügen gewesen, da auch die Sachen aufzusammeln. Teilweise auch unter Riesengedränge. Das macht die Sache noch spannender und dramatischer, finde ich. Drama, Baby, Drama. Okay. Aber nur Süßigkeiten, nur Kamelle. Wie bitte? Aber nur Kamelle. Kamelle? Kamelle. Ja. Hast du auch so ein Lieblings... Kamelle gehabt? Die kleinen Chips-Frisch-Ungarisch-Tüten, diese 50-Gramm-Tüten oder wie groß die sind. Die gibt es ja so im Handel immer als Viererpack zu kaufen, wurden aber einzeln immer bei Karnevalszügen runtergeworfen, zumindest bei mir. Also an alle Betriebe, Karnevalsvereine etc., die nur groß sind, die Chips-Tüten übrig haben.
Adresse steht in der Presse oder geht auf unsere Webseite, da könnt ihr die Adresse sehen und schickt das erstmal hin und 100% geht dann an unseren Gastmoderator des heutigen Tages. Ja. Würde ich sofort essen. Kommen mir nachher 30 Pakete an. Lecker. Mein Zimmer total voll, kannst du das Schiffsbad nehmen. Kalorien sind da. Ja, Fastenzeit, ne? Das ist das Schlimmste immer. Nee, also bei mir war es wirklich so, ich war ja, wir hatten ja unseren Dorf in Epp hatten wir einen Karneval zum Zug. Jo. Am Samstag und dann am Sonntag. War dann bei uns. Und ich war schon mal in Viersen und in Dürken war ich da. Und durfte sogar mal auf dem Prinzenwagen mitfahren. Nee, schlecht. Und was die da schmeißen in Viersen, da gibt's sogar Twix. Twix, Lava. Twix, Mars und Snickers wundergeschmissen. Und Knurrtüten, was ja auch, das ist okay für Erwachsene. Aber wirklich, da gab's Twix. Warte, was? Knurrtüten? Ja. Was hat das mit Süßigkeiten zu tun? Naja, für die Fastenzeit. Es ist halt so, ja, wie gesagt. Ja, aber, Quatsch. Aber wirklich, Twix hatten die da ohne Menge Dexto Energy. So alle bekannten Sachen. Nicht diese 0815 oder diese Billigsachen, da waren wirklich geile, teure Sachen waren da. Ja, das ist echt hammermäßig. Das, ja, also da ist viel anders als hier, okay. Ist ja auch Friesen ist näher Rheinland und nicht nur hier im Norden, wo wir das so alles sind. Aber da war es richtig geil, ja, und verkleidet, verschiedenes, also schon als Star Wars, ja, dann Indianer, also ganz verschiedene Sachen. Ich weiß nicht mehr an alle, da kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber wie gesagt, die Sachen geht immer noch. 50 Euro, ich singe live im Livestream am großen Montag, dann nach der Sendung. Natürlich, dann war ich noch eine Stunde. Oder, ja, eine Stunde. Ja, circa eine Stunde oder zwei Stunden warte ich dann noch auf 50 Euro. Wenn die zusammenkommen, singe ich Viva Colonia. Wenn 50 Euro zusammenkommen, gibt es einen Tischbeweis mit einem Kostüm, was ich dann anziehe, wo ich Viva Colonia singe. Und dieses Lied kann sich immer im Radio gewünscht werden, wie ich Viva Colonia singe. So, dann habe ich noch eine kleine Frage an dich. Kennst du folgendes Geräusch? Das ist niemand geringeres als Donald Duck. Genau, Donald Duck. Die kennt man ja aus den lustigen Taschenbüchern. Und auch aus Zeichentrick-Cartoons. Da kommt er auch sehr oft drin vor. Genau. Die lustigen Taschenbuch hat jetzt ein lustiges Taschenbuch aus auf Kölsch ausgebaut. Sag bloß. Ja, das ist ein ganzes Taschenbuch auf Kölsch. So, und hier ist ein paar Passagen lese ich auf diesem Buch auf unseren, wenn es wirklich jetzt ankommt, war, oder wenn ich es jetzt dann auch habe, würde ich das im Livestream hoch zum Montag, soll es ja ankommen, also ungefähr ab 2 Uhr, werde ich da ein paar Passagen eventuell vorlesen oder ein bisschen davon erzählen. Das heißt, wenn ihr da wissen wollt, dann schaltet doch einfach nach der Sendung bei uns auf YouTube-Channel Konflikt-LP. Link ist auch alles in der Internetseite, müsst ihr auf Filmteam gehen und alles drunter. Ich werde ja aber alles schaffen. Schreibt guten Wunsch und Grußbox rein. Wir schauen mal eben rein, was da steht. Naja, momentan noch nicht. Die Krankenschwester packe ich aber jetzt gleich nochmal rein für die Kause. Aber erstmal geht es weiter mit Casala, Bernstelter, Kölner, Blackfuss. Ja, erst Kölner und dann von Blackfuss melde ich mich nochmal. Erstmal viel Spaß mit unseren Los geht's. Genau, los geht's. Und ich. Und es geht noch nicht los und ich. Und das Lied spielt schon. Ja, ich weiß, ich bin schlecht. Los. Und jetzt darfst du nochmal sagen. Los geht's. Ja! Das waren übrigens mit der super geile Zick, die wir nächstes Jahr natürlich auch wieder haben. Achso! Was rollst du auf einmal so plötzlich zu deinem Platz hin? Joa.
Was holst du plötzlich zu dem Blödsinn? Ja. Was soll das? Das müssen wir nochmal lernen. Genauso wie das Coach. Ich wünsche nächstes Jahr. Oder am 11.11. So. Deutsche Grundgesetz, Artikel 8. Machet gut, ever nicht zu oft. Achte auf deine Gesundheit, mein Lieber. Nicht, dass du noch Corona bekommst. So, andere Sache. Wegen, wenn wir jetzt auf Gesundheit aufpassen kommen. Es war ja sehr viel los. Ja, und es haben sich natürlich dann auch einige Sachen hingebreitet, oder ich sag mal so, es gab, ich kann nicht viel umschreiben, weiß ich. Und es gab natürlich, viele Leute haben sich zusammengetan und haben Corona-Song, ich hab's ja schon im Jahresfest gesehen von wir, aber da haben, die Hühner haben ein Lied gemacht, Zeit für Menschlichkeit, bloß weil ich das noch nicht spielen darf. Wir hören mal ganz kurz rein für Zeit für Menschlichkeit, weil sonst werde ich geclaimt. Und dann hört ihr das mit ihm ganz kurz. Also ihr müsst einen Moment Geduld haben. Da ist die Ärztin, die keinen aufgeben will. Der Pfleger steht keine Sekunde still. Der Fahrer spricht und er macht dir Mut. Die Verkäuferin, die jetzt genau das Richtige tut. Ein Anruf, ein Chat, ein Post war gut. Am Gang auf dem Balkon. Und du fährst die Bahn, du sorgst für Ordnung und du packst das Regal. Du gibst Unterricht und zwar digital und spielst mit den Kindern, ja, das ist genial. Ja, das ist Zeit für Menschlichkeit, wunderschön. Man kann sich natürlich anhören und hier steht auch in der Beschreibung, Zeit für Menschlichkeit ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kölner Musikgruppe Höhner mit Freunden und Zusammenarbeit mit dem Diözesanen Caritasverband Köln, entstanden in der Zeit für die Pandemie. Wir bitten diesen Song für all gemein zusammendrücken und für mehr Zeit für Menschlichkeit. Bleibt gesund. Und man konnte natürlich dann auch spenden und das habe ich natürlich dann auch gemacht. So, dann hat sie aber noch eine Gruppe gemacht und das haben die Black First geschafft. Die haben nämlich ein Lied in unserem Fehler haben sie gemacht und dann gab es die Fehler-Band und wir hören jetzt mal unseren Fehler an von The Black First, nicht von der Fehler-Band, aber wenigstens von The Black First, um ein bisschen mehr Zeit für Menschlichkeit. Bleibt gesund, wir sind noch nicht weg, aber wir hören jetzt erstmal in unseren Fehler. Ja, in unserem Fehler. Und meine Güte, was das wieder gesagt. Heidewitzka, Herr Kapitän, mit einem Bötchen fahren nach Zoe. Ja, wir können noch 3 Tage länger machen mit Karls Musik. So viel gibt es. Also, es gibt zu viel Karls Musik. Da können wir eine ganze Feste schon Karneval machen. Aber, na, machen wir mal. So, aber wie gesagt, man könnte ja eventuell sich ja wünschen oder so viel Karnevalsmusik hören, dass auch in den Chart kommt, dann haben wir auch Karneval in Silvester. So, was willst du machen? Schicksal hatten wir schon und Artikel 8 mit der Gesundheit hatten wir auch. So, dann haben wir Artikel Nummer 9.
Und da steht, was soll es kennen? Ja, Altdeutsch, ne? Auf jeden Fall, Artikel 9, ich sag mal auf Hochdeutsch, stellen immer zuerst die Universalfrage. Und die Universalfrage ist es, wie geht es dir? Ja, und dann sagen die Kinder, gut. Oder dein Co-Moderator, der momentan pennt, sagt gut. Aber so haben wir es ja nicht immer. So, kurz vor Ende, aber gehen wir Richtung Ende, gehen wir hin. Und an den lieben Micha. Mit dir muss ich noch durchschürfen. Du hast ja auf der Wunschbox gewünscht. Krankenschwester von Micky Krause. Ich hab's mal eingegeben. Das ist ein Duett. Wenn, dann musst du auch sagen Duett oder ein Amazon-Link machen. Ich habe jetzt für dich rausgesucht, die Krankenschwester Klaus und Klaus. Das kommt ganz, ganz zum Schluss. Also, wenn schon Ende ist, dann nachkommt das, ne? Also, ganz, ganz, ganz zum Schluss. Das heißt, du musst jetzt die ganze Sendung gehört haben, um zu wissen, am Ende schalte ich ein. Und wir sagen jetzt nicht, wie viel Lieder wir noch haben, bis deine Krankenschwester kommt. Das heißt, bleib dran. So, ja, ist halt so. Ich kann auch nichts dafür. Wenn sie hinschreiben, hier, Ocean Drift, Letters Family, okay, das weiß ich, was da gemeint ist. Oder Black Stabilen von einem Jam. Oder Katy Perry mit Feuerwerk. Das gibt's ja auch. Das sind so Lieder, die man kennt. Okay, nicht alle, aber Feuerwerk auf jeden Fall. Ja. So, wir hatten gerade Black First. Wir machen aber nochmal Black First. Nämlich, sie haben ein Marsh-Medley gemacht. Von der Elsterstraße zum Dom. Das heißt, quer durch Köln mit sehr vielen Liedern, die sie gemacht haben, in der alten Originalfassung und nicht so wie 50 Jahre. Danach haben wir dann die. Ja, und danach kommt dann Platz 1 der 100 beliebtesten Karnevalshits. Aber bevor wir das da sagen, hören wir uns dann wieder. Wir sagen erstmal, Habit viel Spaß mit Black Fuss Marshmallow von der Elder Schoss zum Dome. So, das waren die Black Fuss von der Elder Schoss zum Dome. Dome. Haben Sie noch einen Witz oder irgendwas anderes? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich gerade von der Regie. So. Dann habe ich für euch noch den letzten Artikel. Letzten zwei Artikel. Nämlich Artikel 10. Kennen wahrscheinlich alle. Dringt doch eine mit. Stell dich nicht so an. Du spielst hier die ganze Zicke rum. Ja, das ist. Kommt die gute Gastfreundschaft nach. Auch eine goldene Schützenfestregel. Und Artikel 11, der Kölsche Grundgesetz. Kölsche Grundgesetz. Du lache dich kaputt. Ja. Und das ist, bewahre eure Einstellung zum Humor. So, das war der Kölsche Grundgesetz. Und jetzt seid ihr natürlich gespannt, was ist der beliebteste Titel von der Karnevalslieder. Und ja, ich will euch gar nicht drauf ja, nicht spannend machen. Ich meine, die kennen, ist sehr lange dabei, die Band. Und ich will nicht lange dumm reden. Hört es euch einfach an. Und danach hören wir uns. Das ist prima. Ja, das war wirklich der beste Song. Beste Song kann man so sagen. Das ist Karnevalshit Nummer 1. Und ich kann nur sagen, zum Schluss, also ich finde es auch geil. Wie gesagt, das Angebot steht ja noch, dass ich das mache. Aber ich sag nur, Höhner, Alarm. Dann natürlich das zweite Mal ist natürlich der Alarm und Karneval Alarm.
nicht in München zuschaut, wir sehen uns wieder am 28.11. Januar. Und schaut natürlich auf meinen YouTube-Kanal, weil der macht von Livestream. Hängt an, in einer Stunde circa ungefähr, mache ich, wenn das funktioniert, singe ich dann halt, singe ich dann auch mal erfahren. Und jetzt bleibe ich wieder in der Weile, wenn ich schon wieder singe. Keine Ahnung, dann hat man wieder ein Fenster. Ich wünsche euch viel Spaß. Habt viel Spaß und denkt an, bleibt im Kopf gut, positiv, aber verliert es. Wir sehen uns wieder am 20. Vielen Dank an die Schlüsse, die ihr gemacht habt, die ganze Sache. Und dann würde ich sagen, habt ein schönes Wochenende. Feierabend.